Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Techstar Simulator hier bei Heisenberg Zockt. So, ich mach mal Hü-Hüpf, weil wir haben das Rätselslösung. Danke euch. Ja, das mit dem Level. Guck mal da oben der Stern, 35. Das habe ich beim besten Willen nicht gesehen. Also Level 6 haben wir schon ewig lange. Was wir noch nicht haben, das ist ja ein Lagerraum. Den brauchen wir. Wenn wir schnell gucken, das war hier bei... bei Mitarbeiter war es. Genau. Hier, Storage is open. Also sprich, Storage ist natürlich der Lagerraum. Ich habe das irgendwie völlig falsch gelesen. Und das ist ja grün. Also das haben wir schon ewig lange. Wir könnten hier schon einiges mehr machen. Hier brauche ich nur Cash-Register, also eine leere Kasse, würde ich mal sagen. Also eine zweite, die hatten wir mal, die haben wir verkauft wieder. Das heißt, wir eröffnen einen Storage. Allerdings, der kostet, glaube ich, 1.000er. Wir machen erstmal auf. Dann verdienen wir nämlich Geld. Und dann war das bei, wo war das denn? Upgrades. Nee, Lagerung. Nee, auch nicht. Oh, was muss ich denn jetzt hier kaufen? Produkte? Nein. Upgrades. Na, hier schauen. Lagerraum bräuchten wir. Lagerung? Ist das der Lagerraum? Wahrscheinlich schon. Das ist nicht das Gestell, hoffe ich. Also, das mit dem 1.000er war so falsch nicht. Gut, dann warten wir schnell. Haben wir noch was, was wir verkaufen können? Das wäre natürlich noch eminent wichtig. Ein paar Sachen haben wir noch. Aufgemacht habe ich, jawohl, da kommt jemand, hier sehen wir Storage, allerdings da ist eben noch nichts, weil wir das noch nicht freigeschaltet haben, beziehungsweise wir haben es uns halt noch nicht gekauft. Ich würde sagen, wir investieren noch mal ein bisschen Geld erstmal, dass wir die Lager wieder ein bisschen voller kriegen. Decorations brauchen wir nicht, sondern zack, das kaufen. Wir sind dabei 500, das heißt, wenn wir die Sachen hier sozusagen eingeräumt haben, sollten wir da den Lagerraum kaufen können. Ja, aber guck mal, das ist eh halt schon wieder leer alles. Und wenn wir leere Regale haben, verkaufen wir nichts. Also das ist natürlich auch eine relativ alte Weisheit. Da muss man nicht Philosoph sein für. So, einmal schnappen, einmal drehen, einmal volle Pulle. Den hier, zack, öffnen und so. Ja. Das Problem bei diesem Bastler, den wir da einstellen, dieser Lagerist, hat auch noch jemand geschrieben, der räumt nur Regale ein, wenn schon was drin steht. Also der, also irgendwie räumt der, glaube ich, Sachen nicht ein, wenn nicht schon was da steht, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das werden wir irgendwie rausfinden und dann werden wir ihm zur Not helfen oder ihn zur Not halt wieder entlassen. Wir gucken, was der macht und was er nicht macht. Finden wir raus. Da bin ich guter Dinge. So, machen wir mal die noch da rein und die mal noch da rein. Haben wir den 1.000er? Jawohl, dann kaufen wir den Lagerraum. Auch wenn wir tatsächlich schon wieder viel zu wenig Sachen haben. Aber wir wollen jetzt diesen Kollegen haben. Also, das war bei... Nicht hier. Das war bei nicht hier, genau. Manager. Lagerung. Zack, gekauft. Und kommen wir jetzt da rein. Ah ja, jetzt ist offen. Aha, okay, gut. Da haben wir ein Gestell und wir haben einen Raum. Und die Tür ist offen. So, ja, dann stellen wir den Mann mal ein. Das wäre dann doch bei Manager wär's. Nee, Blödsinn bei... Moment, ganz ruhig, Herr Eisenberg. Bin richtig aufgeregt. Hier, hier. Okay, dann haben wir jetzt einen Stalker. Jetzt mal gucken, was macht der und wie macht das. Achso, wir müssen erstmal was bestellen. Einmal sanft drehen. 300 haben wir noch. Damit können wir ein bisschen was kaufen. Das geht ja primär darum, zu sehen, wie der arbeitet. Okay, jetzt renne ich nicht raus, weil jetzt haben wir dort die Kisten. Aha. Ist er das hier? Der lahmt. Wer bist du? Du bist irgendwie ein Arbeiter, ein Kunde in Reihe. Der macht irgendwie gar nichts. Was ist das denn jetzt enttäuschend? Das backt der bei mir? Warum backt denn das jetzt bei mir? Hol die Kiste. Muss ich dem erst zeigen, wie das geht? Das gibt's doch nicht. Sonst entlasse ich ihn wieder und stelle ihn nochmal ein. Aber das gibt's doch nicht. Der arbeitet ja nicht. Oh, ja, kann ich dort... Ach so, das ist wieder irgendwie ein Plakat. Habe ich ein Plakat bestellt? Ja gut, wir hängen das einfach mal darüber, über die Lampe. Was ist denn das hier? Ich habe doch eigentlich... Ich habe doch andere Sachen bestellt, oder nicht? Mach mal auf. Hä? Ich habe doch nicht drei Poster bestellt. Was ist das denn jetzt komisch? Ich meine, ja gut, dann haben wir halt drei Poster. Aber ich wollte doch eigentlich andere Sachen bestellen. Und der hängt hier in der Gegend rum. Das kann natürlich sein, dass er mit den Postern nicht arbeiten kann. Also, dass ihm das nichts gibt. Im Sinne dessen, dass wir normale Sachen bestellen müssen. Das wollte ich ja eigentlich. Was habe ich denn jetzt hier zusammen bestellt? Das gibt's doch nicht. Produkt. Ach, ich war beim falschen Reiter, deswegen. 114 haben wir. Dann kaufen wir mal die. So, und jetzt bin ich gespannt. Macht er was? Ja, das holt er dann. Okay, also er holt unsere Plakate und Poster nicht. Aber das ist jetzt gerade mal gut. Jetzt können wir mal gucken, was er macht. Also sehr schnell ist er schon mal nicht. Er geht hier rein. Jetzt haben wir hier leere Regale.
Ja, dann räumt das eben. Doch, guck mal, er räumt es doch ein. Doch, doch, das funktioniert doch hervorragend. Gut, jetzt ist ein bisschen die Frage, jetzt müssen mal wieder Leute kommen. Ja, dann haben wir das. Also dann macht er das und dann steht einfach wieder hier draußen, ja, und guckt ein bisschen in der Gegend rum. Ist auch eine interessante Kleidung, sieht aus wie irgendwie so eine Mischung aus Müllmann. Ja, und einem Straßenarbeiter. Gut, wir müssen nachbestellen, aber da müssen wir tatsächlich schnell Geduld haben. Aber sobald wir jetzt an Geld drankommen, haben wir natürlich den Stress mit Einräumen etc. nicht mehr, mit Sachen holen, dann können wir tatsächlich einfach uns auf die Einkäufe konzentrieren. Das ist natürlich schon eine schöne Sache. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen was, wobei, das ist noch nicht allzu viel. Ich muss hier mal zu den Products zurück, sonst kaufe ich wieder irgendwas, was wir aufhängen wollen. Minus 500, weil wir die Löhne bezahlt haben. Oh Gott, okay. Ja, mach mal Geld. Was wollte ich jetzt gucken? Die E-Mails wollte ich mir ansehen. Gehalt, genau. Oh, sie hat nicht genug Geld, um das Gehalt des Angestellten zu bezahlen. Er kündigt seinen Job. Das ist schon mal Käse. Wenn sie eine Midlife-Crisis durchmachen kann. Sie haben Mitarbeiter, Gehalt bezahlt. Wer hat denn jetzt gekündigt? Wahrscheinlich der Lagerist. Ja, das ist alles irgendwie Dingsbums. Können wir löschen. Steht da nicht mehr draußen? Ne, jetzt ist er weg. Und wir haben minus 500. Ist das irgendwie noch eine Konventionalstrafe? Was ist das denn für ein Käse? Wir haben minus 500. Oh nö, und können nichts mehr kaufen und die Lager sind leer. Ach, und die hat auch gerade gekündigt. Sehe ich das richtig? Ach nö. Ja, das wird jetzt aber nicht reichen, um irgendwie irgendwas zu machen. Ja, jetzt haben wir minus 404. Ich muss zur Bank nochmal. Oh, nicht, dass wir uns jetzt ruiniert haben mit dem Ding. Mit diesem Lagerraum. Also das ist ja völlig behämmert. Was wollte ich? Zur Bank. Die haben wir hier. Wir haben schon einen Kredit, das sehen wir hier oben. Wir bräuchten einen neuen. Wir nehmen mal die 7000. Okay, dann brauchen wir Sachen. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen happig, wenn wir hier tatsächlich. Nein, Moment, wenn wir hier tatsächlich irgendwie so einen Riesenkredit aufnehmen müssen. So, ich werde aber auch gleich die Verkäuferin wieder. Ich werde beide nochmal einstellen. Ich kaufe das mal. Kaufen, genau, dann haben wir noch Geld, dann können wir auch die Löhne bezahlen. Und dann muss ich das halt irgendwie einpegeln. Mitarbeiter, hire. Okay. Dann sollten wir jetzt. Jawohl, jetzt sind wir wieder so weit wie vorher. Wir haben einfach kein. Ja, noch nichts am Lager, aber das wird er jetzt machen. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, wenn wir ihm helfen, weil der ist tatsächlich so schnell nicht und wir haben eh gerade nichts zu tun. Wir könnten zwar weiter bestellen, weil wir haben ja Geld. Das geht schon, dass ich da helfe. Jawohl, das geht. Das funktioniert soweit, da bin ich froh. So, einmal drehen, einmal raus. Nicht, dass er dann aufhört zu arbeiten. Dann machen wir das mal zu zweit. So, was wir machen können. So, weil wir müssen wieder an Geld drankommen, ganz klar. Okay, das haben wir auch. Da kommt er mit der nächsten Kiste. Dann haben wir noch eine. Die lassen wir ihn noch einräumen. Und dann schauen wir mal. 3000 haben wir. Ja, da bestellen wir. Ganz klar. Und zwar von den teureren Sachen, würde ich sagen. Hier mal ein paar von denen hier. Dann kommen wir nämlich auch wieder an Geld dran. 2000. Ja, machen wir. Sauber. Da kann er im Prinzip das Ganze wieder machen. Oder wir helfen ihm nochmal. Das geht schon. Also, dass wir ihm helfen, funktioniert schon. Also, das können wir auch zeitlich vereinbaren, würde ich sagen. So. Ja, haben wir schon alles. Okay, können wir das hier wegschmeißen. Das ist schon eine coole Tonne. Die ist nie voll. Also, so etwas gefällt mir. So was hätte ich gerne zu Hause. Finde ich sehr schick. So, das da rein. Kauft das bitte schön, dann spült das nämlich tatsächlich ordentlich Geld in unsere Kasse, wenn ich hier noch um die Ecke komme. So, dann haben wir noch eine Kiste, die andere kann unser Kollege wieder schleppen. Da stottert es wieder ein bisschen. Wir schmeißen die hier oben rein. So, das sind die teuren Sachen, sprich, das müsste auch Umsatz geben. 1800, okay. Wir müssen die Kredite dann auch noch zurückbezahlen. Ich gucke mal ganz schnell, wie bezahlen wir die zurück oder werden die automatisch? Nee. Wahrscheinlich nicht. Wir müssen die wahrscheinlich schon selber zurückbezahlen. Nehmen Sie Darlehen bereits aktiv. Verbleibende Tage. Nächste Rechnung. Okay, wie zahle ich das zurück? Das muss ich ja irgendwie zurückzahlen, oder nicht? Oder bleibt der Kredit jetzt einfach irgendwie offen? 5 verbleibende Tage. Nächste Rechnung.
Okay, die, wir müssen die Rechnung dann bezahlen können, die 1400 und... Ach so, und dann ist wahrscheinlich der Kredit beendet. Okay, da muss ich jetzt aber hier ein bisschen aufpassen mit Bestellen. Wir machen mal das nochmal. Ja, das war nicht so teuer. So, das kann er machen. Wir gucken mal hier hinten, hier stehen Kisten rum. Ich nehme die mal. Warum schmeißt du die da rein? Das ist wahrscheinlich das, was der Kommentar meinte, dass er dann die Sachen hier nicht einfüllt. Wir sehen's. Weil das bringt uns nichts da hinten, das Zeug. Wir brauchen kein Lager, wenn hier die Gestelle nicht voll sind. So, nimm das mal raus. Er bringt schon die nächste Kiste. Halleluja. Ja, da müssen wir halt auch noch ein bisschen tatsächlich helfen. Man sieht's, das funktioniert sonst nicht. Aber ich glaube, das sollten sie dann auch rauspatchen. Weil das natürlich Blödsinn, wenn der da die Sachen da hinten hinschmeißt. Das bringt uns herzlich wenig bis rein gar nichts. So, weg mit dir. Dann schaue ich nochmal. Hier stehen doch schon wieder zwei Kisten. Die nehmen wir auch raus. Neue Gestelle wären irgendwann dann tatsächlich fällig, würde ich vorschlagen. So, auch das wieder sehr gut. Einmal weg mit dir. Und dann hole ich die hier hinten. Also jetzt stehen schon wieder zwei. Wenn ich eine wegräume, dann steht nachher gleich wieder die nächste da. Halleluja. So, jetzt geht es doch vorwärts. Und jetzt machen wir natürlich auch wieder Umsatz, weil wir sind eigentlich der einzige Laden in der Gegend. So, eigentlich müsste man hier die Tür... er bringt schon wieder eine Kiste. Ich wollte sagen, eigentlich müsste man die Tür zumachen, damit er nicht auf die Schnapsidee kommt, hier die Sachen da hinten ins Lager zu stellen. Irgendwie ist es, wie wenn er nicht findet oder nicht weiß, wohin er damit gehen soll, weil da nichts liegt. Ist noch eine hier hinten? Ne, jetzt ist okay. Jetzt können wir das so lassen. 3000 haben wir. Wir bestellen wieder. Ja, irgendwo nochmal querbeet, würde ich sagen. Irgendwie das und das und das. Und dann irgendwie hier unten noch was Teures. Die hier, dann sind wir bei 1400. Das kaufen wir. Da müsste er bereits wieder was holen. Genau, wenn er es jetzt wieder nicht findet, schmeißt er es wieder hinten ins Lager. Das ist sehr unsinnig. Und ein Gestell, ein weiteres Gestell oder weitere Gestelle wären halt tatsächlich da mal noch fällig. Das ist ganz klar. So, machen wir das wahrscheinlich dann als nächstes, dass wir uns das noch gönnen. Er geht schon wieder nach da hinten, im Ernst jetzt. Das kann man nicht umgehen, weil ich weiß ja nicht, was er gerade für eine Kiste in der Hand hat. Oder wenn wir etwas nachbestellen, was wir nicht mehr hatten, und er das reinträgt, dann haben wir das natürlich dort nicht in den Gestellen drin, dann findet er es nicht und dann schmeißt... Hallo, nicht hakeln. Und dann schmeißt er es halt irgendwie hinten ins Lager, allen Ernstes. Also das Lager ist eher... semi-produktiv, behaupte ich mal. Er trägt schon wieder irgendwelche Kisten. Kollege, kann man dir irgendwie das nicht irgendwie sagen? Es ist egal, wo die Sachen sind. Die müssen aber in den Lagern sein. Es spielt doch keine Rolle, wo genau. So, das haben wir auch. Jetzt haben wir einen, der von der Straße die Pakete holt und wir haben die Arbeit dann halt einfach vom Lager aus, dass wir die hier hinhängen. Dann schlussendlich. So, mach rein. Ja. Dann haben wir das. Er hat auch mehr oder was eingeräumt, da bin ich froh. Dann haben wir 3300. Das passt und vor allem hier das Lager ist voll. Echt jetzt? Dankeschön. Allen Ernstes schon wieder was. Hier haben wir schon wieder freie Plätze. So, ich werde jetzt aber tatsächlich nochmal Regale kaufen. So, hier nochmal. Eins, okay, ja gut, das ist natürlich blöd, aber ja, wenn wir eh Regale kaufen, dann spielt es keine Rolle. Die Regale wird er wahrscheinlich draußen wieder nicht holen, nehme ich an. Sowas mal. Das hat mal gebackt bei uns. Dann hätten wir das hier. Shelfpick. Nochmal ein größeres. Kommt, wir kaufen das nochmal und hoffen, dass es nicht rumbackt. Ja. Okay, wir kaufen aber auch gleich mal nochmal ein paar Sachen von hier. So, damit wir eine größere Bestellung haben. Jetzt mal gucken, was er holt. Ja, das Gestell holen wir selber, weil... Das stellen wir auf, das stellt nicht er auf. Jetzt hoffe ich, das backt nicht wieder. Das hatten wir doch mal. Ne, guck mal, jetzt backt es nicht. Irgendwie da hinten hin. Ja, komm, wir machen so, dass wir das dort in die Ecke stellen. Das ist irgendwie ein Aufhänger. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, was hängt man hier auf? Ja, Sachen. Ich guck mal. Er ist eh schon wieder dran, dass er hier Sachen verstaut hier hinten. Wir können ja mal gucken, ob wir die hier hinhängen können. Ne, mach auf. Jawohl, das geht tatsächlich auch. Sehr schön. Sind das nur zwei Stück? Hä? Warum sind das nur zwei Stück? Wurde der Rest gestohlen oder was ist jetzt das Problem? Das ist nochmal eine Kiste. Ich teste das nochmal. Das waren doch weit mehr als zwei Stück, die wir da bestellt haben. Nicht, dass das Teil hier tatsächlich schon wieder backt.
kann dort nicht abgelegt werden. Okay, also die funktionieren nicht, aber wir haben hier noch Platz. Dann schmeiß die mal da rein. Sehr gut. Platz. Wir haben 2 9. Die Föhne. Ist das die Mehrzahl von Föhn? Die Föhne. Ich hoff's mal. Hast du hier nochmal was? Jawohl, er hat. Wir gucken mal, ob wir es hier hinhängen können. Ja, geht tatsächlich. Aha, das geht alles dann irgendwie nach da hinten. Okay. Auch interessant. Jo, dann haben wir hier nichts mehr. Dann wäre es wahrscheinlich Zeit, dass wir bestellen und nicht abrutschen hier. Ein Regal haben wir nochmal. Wir bestellen mal die Sachen, die Sachen und die Sachen. Das geht wieder ordentlich ins Geld. 1600, gerne. Und dann müsste er bereits wieder rausrennen. Ich gehe mal gucken. Nee, hier ist keine Kiste. Dann holen wir uns hier eine. So, immer erst gucken, wenn wir hier hinten schon so ein Teil haben. Ja, können wir auch hier hinhängen. Wunderbar. Ich glaube, ich habe vorher sozusagen zu früh abgebrochen. Dann hat es irgendwie welche gar nicht dargestellt. Weil da gewesen müssten sie sein. Also wir haben sie bezahlt und 2 Stück hingen. Das ist doch eh, dass das wahrscheinlich geklappt hat. Jawohl, da unten hin noch. Ich gehe mal davon aus, die kaufen das trotzdem, auch wenn das dort ist. Er hat schon wieder eine Kiste versteckt. Ich habe es doch gesehen. Einmal hier durch, da ist er ja. Dann können wir hier mal da einräumen. Hier haben wir Platz. Mach mal, räum mal. Hier auch noch. Ne, ist fertig. Okay, wenn es fertig ist, schmeißen wir das weg. Und holen uns die letzte Kiste. Und guck mal hier hinten. Doch, da gehen die Sachen auch weg. Sehr gut. Dann kommt ihr hier rein. Dann schmeißen wir das weg und dann ahnt ihr, was kommt. Genau, dann kontrollieren wir, was er wieder noch alles verstaut hat. Hier nochmal eine Kiste. Allen Ernstes. So, eine große Hilfe ist er nicht. Also das kann man sich wirklich dann überlegen, ob man den wirklich einstellt. Immerhin müssen wir nicht mehr jede Kiste einzeln holen. Da hilft er uns tatsächlich. Aber der Mann kostet natürlich Geld, das darf man auch nicht vergessen. So, 2,5. Ja, ich hoffe mal, wir verdienen noch. Was war? Genau, 5000. Und dann macht der Obdachlose da hinten den Laden komplett platt. Wir sehen jetzt schon, der sieht natürlich schon, ja, der sieht immer noch gleich aus. Der ist einfach demoliert, der Laden. Okay, düsen wir wieder zurück. Wir haben Poststandort noch. Dann gehen wir doch gerne mal gucken. Ich hoffe mal, es ist auch mal wieder was Schlaues und nicht nur immer Daily News. Studien haben gezeigt, dass das Bild heller und die Farben gesättigter sind, wenn man Pommes direkt vor den Bildschirm isst. Genau. Wir wissen nicht warum, aber es funktioniert einfach. Es könnte sich lohnen, es mit anderen Lebensmitteln wie Pizza zu versuchen. Ja, das ist natürlich etwas, das mussten wir jetzt unbedingt wissen. Das wäre schade gewesen, wenn wir es nicht gewusst hätten. So, wir bestellen wieder. 1200 kaufen, dankeschön. Haben wir es? Ja, ich glaube, gekauft haben wir es. Nö. Nö, da fehlen die Kisten. Ich habe doch drauf geklickt. Kaufen. Haben wir das Geld nicht? Oh, uns geht das Geld langsam hier raus. So, jetzt, das geht. Warum haben wir denn so wenig Geld? Kosten uns diese Mitarbeiter dermaßen viel? Wir hatten doch gerade noch 2000. Wow. Ey, da müssen wir aufpassen. Ich glaube, hier den Lagermitarbeiter, den schmeiße ich wieder raus. Das ist zu teuer. Das funktioniert so offensichtlich nicht. Die Preise habe ich alle angepasst. Es ist nicht so, dass wir jetzt wieder irgendwas verschenken, hoffe ich. Ich gehe mal schnell gucken. Wäre noch wichtig, logischerweise. Mach den mal weg. Machen wir den Manager auf. Und dann haben wir hier Produktpreise. Das wäre weiter unten. 25, 30. Jawohl, 30, 35, 67, 75. Ja, ja, das ist alles eingestellt. Das passt. 1100, das geht wieder voran. Und da leert sich schon wieder alles. Okay, ich kaufe wieder. Ich muss allerdings nachher nochmal schnell gucken gehen, ob er nicht wieder im Lager irgendwelche Sachen hat. Kaufen, dankeschön. Doch, eine Kiste, allen Ernstes schon wieder. Okay. Dann korrigieren wir das und laden die hier rein. Ich höre nur noch piep, 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 piep. Heiliges. Die Kasse rotiert. Aber das ist ja auch schön. Das ist ja auch das, was sie soll. Die soll uns Geld reinspülen. Das ist nicht die Kasse natürlich, sondern die Produkte. Aber die Kasse ist dann zuständig dafür, das umzusetzen, dass wir da an Geld kommen, sozusagen, oder aufzunehmen. Ich müsste eigentlich beim anderen Regal da hinten nochmal schnell gucken. Ja, ein bisschen was hängt noch dran. Das ist schon wunderbar. Er holt die letzte Kiste. Wir kontrollieren nochmal, ob er schon wieder irgendwas hier versteckt hat.
Nee, das ist leer. Jetzt beobachten wir ihn mal kurz. Danke, wird da gesagt. Eben, das sollte man auch immer ein bisschen im Auge behalten, tatsächlich. Aha, er guckt halt, wo sind die Sachen? Ja, und wir haben sie nicht. Das heißt, er weiß nicht, wohin damit. Und dann legt er sie hier hinten hin. Statt dass er auf die Idee kommt, einfach einen leeren Slot zu nutzen. Also das ist schon... Weiß nicht, ist das eine Fehlprogrammierung oder steckt da eine Idee dahinter vom Entwickler? Also das weiß ich tatsächlich auch nicht. So, 1900. Okay. Ja, nachbestellen. Hilft nichts. Wir könnten natürlich das nächste Level mal noch freischalten. Gucken wir ganz schnell. Manager. Dann haben wir Produkte. Gekauft, gekauft. Nochmal für 2000. Hier hat man neue Sachen. Nee, das ist mir zu teuer. Das ist mir tatsächlich zu teuer. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch noch Kredite offen haben. Und die, oder haben wir die jetzt abbezahlt? Nee, da steht noch nichts von wegen abbezahlt. Gekauft habe ich die Sachen, glaube ich. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Dann gehen wir hier mal noch schnell hier hin. Jawohl, und kaufen die. Dann haben wir da wieder unsere Kisten. Ja, und jetzt würde ich sagen, wisst ihr was, wir schließen noch nicht. Wir holen die Kisten, räumen das noch ein und dann machen wir dann zu. So, aber das ist schon faszinierend, wie viel sie eigentlich kaufen und wie wenig übrig bleibt, finde ich. Das liegt schon daran, dass wir jetzt zwei Angestellte haben, logischerweise. Und ich weiß nicht, hier der Kollege Lagerist, der überzeugt mich halt dann tatsächlich nicht massiv. Muss ich gestehen. Da bringt die Kassiererin wesentlich mehr. So, letzte Kiste. Schnapp. Hat er wieder eine versteckt da hinten. Wir sehen es gleich. Hat ja auch nochmal einen zusätzlichen Kick tatsächlich. Wenn man immer wieder mal nach da hinten gehen kann und gucken kann, ob hier eine Kiste ist. Nein, haben wir nicht. Gut, dann machen wir hier zu. Wir schließen den Laden. Zack. Und haben 2100. Das ist so schlecht nicht. Also die beiden werden natürlich noch abgefertigt. Das ist klar. Deswegen erst den Laden zumachen, dann das Spiel beenden, weil sonst schluckt es die. Und dann hast du die Waren nicht mehr und das Geld eben auch nicht. Aber gut, ich denke, wir müssen gucken. Also die Kassiererin, die bleibt ganz sicher, aber ob der Lagerist bei uns bleibt, das werden wir jetzt in der nächsten Folge mal gucken, würde ich vorschlagen. Gut, dann danke fürs Zusehen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.